Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In der Bibel lesen wir oft, dass Gott es gut mit uns meint, dass er gute Gedanken über uns hat. Im Jeremia 29, Vers 11, da steht: Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und wie wunderbar, dass wir Gottes Frieden haben dürfen und ihn mit Hoffnung in die Zukunft blicken dürfen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Ich sag dir, sei fröhlich. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Sei fröhlich. Und da lesen wir in der Bibel Römer 12, Vers 12. Sei fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleib standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ist das nicht eine Aussage in dieser Zeit? Sei fröhlich. Du sagst, wie kann man da fröhlich sein, wenn das und jenes und so weiter? Ich sage dir, lies in der Bibel, sei fröhlich. Und das gilt auch für diese Zeit. In der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusage erfüllt. Das ist doch schön, wenn wir hoffen dürfen, dass seine Zusagen in der Bibel an uns und für uns erfüllt werden. Bleib standhaft, das heißt nicht kipp um und ach das und jenes und der ist schuld und da ist schuld und das ist groß und das ist ein Problem. Sei standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Durch nichts. Was will uns heute alles vom Gebet abbringen? So viele Informationen, wo wir immer was zum Reden haben. Trotzdem, lass dich nicht vom Gebet abbringen. Danke, Herr, dass wir alle Zeit zu dir beten dürfen. Danke, Herr, dass das unkompliziert ist, dass das eine Freude macht, zu dir zu beten, mit dir zu reden, Herr. Nicht irgendwelche Verse herunterreden, sondern einfach mit dir reden. Und ich danke dir, Herr, dass du so unkompliziert bist und dass wir auch in diesem neuen Jahr mit dir reden dürfen. Auch in jeder Schwierigkeit, in jeder für uns oftmals auswegslosen Situation, Herr, mit dir reden dürfen, damit du uns Wege zeigst, Lösungen zeigst, Hilfe bringst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Gerne beten wir für Anliegen, die bei uns eingehen. Und ein Mann schreibt uns: Liebe Freunde, bitte betet für mich wegen Seitenstrangangina und Ohrenentzündung, welche jetzt schon wochenlang andauern. Vielen Dank. Jesus, und wir wollen dieses Gebetsanliegen in deine Hände legen. Und ich danke dir, dass du diesen Mann berührst an seinem Kopf, an den Ohren, am Hals und überall, was da in Mitleidenschaft gezogen ist. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Heilungskraft wirkt. Und wir danken dir, dass alles wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt, dass jede Entzündung und alles, was da nicht in Ordnung ist, verschwinden muss. Wir danken dir, Jesus, für dein Eingreifen. Und wir halten an dir fest, an deiner Heilungskraft. Und wir danken dir, dass es vollkommen in Ordnung ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Liebes Gebetsteam, bitte beten Sie für meinen Stiefvater. Er leidet seit Jahren an chronischer Lyme-Borreliose. Er hat so starke, unerträgliche Schmerzen. Kein Schmerzmittel hilft. Wir machen uns große Sorgen. Können Sie bitte um Heilung beten? Ich danke Ihnen von Herzen. Jesus, und ich danke dir auch für diesen Mann, dass du auch ihn berührst und dass du diese unerträglichen Schmerzen siehst. Und wir entmachten diesen Schmerz jetzt im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch diese ganze Krankheit
ans Kreuz genommen hast und dass diese Borreliosenerreger verschwinden aus seinem Körper. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, der eingreift, dass du der Herr bist, der heilt. Und wir danken dir, dass dieser Mann Befreiung erlebt, Befreiung von Schmerzen und von dieser Borreliose. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreibe uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen. Liebes Missionswerk, zunächst einmal vielen Dank für all die Gebetsunterstützung, die ich erfahren habe. Ich bitte für meine Mutter, dass die Erkältung und der Virus aus ihrem Körper weicht und die Metastasen verschwinden. Danke, Herr, dass genau das passiert. Ich danke dir dafür, Herr. In dir ist die Kraft, in dir ist die Macht. Und danke, Herr, dass alles verschwinden muss. Die ganzen Metastasen, der ganze Krebs und alles, wie das Zeug heißt. Und alle Nebenerkrankungen und was da alles ist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du deine Kraft stärker ist und dass du jede Krankheit besiegt hast. Und wir glauben dürfen, dass du der Heiler bist und du Heilung schenkst. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau bittet für ihren Mann. Liebes Missionsteam, heute wende ich mich wieder an euch mit der Bitte, für meinen Mann zu beten. Die Sehfähigkeit am rechten Auge ist stark eingeschränkt. Mein Mann sieht zeitweise doppelt. Laut dem Arzt kann man nichts mehr machen. Und nun arbeitet auch der Darm nicht so, wie es sein soll. Bitte betet auch, dass ein Krebs an der Bauchspeicheldrüse nicht existiert, wie es von den Ärzten vermutet wird. Ich danke euch von Herzen. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch jegliche Angst kennst und das ganze Kopfkino, was daraus alles passieren kann. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Wunder tust, dass du Wunder tust, dass sich das nicht bestätigt und alles andere, all die Symptome, alles, was Krankheit ist, weichen muss in Jesu Namen. Ich danke dir für deine Hilfe, danke dir für deinen Beistand, ich danke dir für deine Kraft. Ehre sei dir, Herr. Amen. Wir möchten euch ermutigen mit Gebetserhörungen, die Menschen uns schreiben. Und da schreibt eine Frau: Danke, Gott hat in meinem Leben gewirkt. Ich bin von meinen Depressionen befreit. Auch bei den Rheuma- und Arthrose-Schmerzen habe ich nur ganz leichte Beschwerden und die Augen sind auch besser geworden. Danke. Und eine Heilung von der Heilungskonferenz? Vielen Dank für die Ermutigung der Woche. Gott schafft etwas Neues. Ich habe die CD 7 vom Heilungsseminar von Christoph Hesselbart angehört und Heilung erfahren. Der Fersensporn ist weg. Alle Ehre und Dank sei Jesus. Und Gott tut Wunder. Im Folgenden, ich möchte euch schreiben, weil es meinem Sohn, der schwerst süchtig war, so gut geht. Seit Jahren war er von Ärzten und Menschen aufgegeben. Es waren über 20 grauenvolle Jahre. Seit einem halben Jahr ist er frei von allen Drogen, einschließlich Alkohol. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder, dass sein Kopf keinen Schaden genommen hat. Er kann glasklar denken. Wenn die Therapie beendet ist, will ihn sein Chef, der ihn vor 10 Jahren entlassen hat, wieder nehmen. Danke für eure Gebete und euren Dienst. Ja, und Gott tut wirklich Wunder. Und eine Frau schreibt uns von einer Gebetserhörung. Meine Geduld, meine Gebete und eure Gebete haben sich ausgezahlt. Ich habe eine gut bezahlte Stelle im öffentlichen Dienst angetreten. Ich hatte nicht damit gerechnet, auch nur annähernd eine Chance zu haben. Das ist ein richtiges Wunder. Danke, Jesus. Das glaube ich, dass diese Frau sich freut. Ja, wie wunderbar. Hast auch du dich schon gefreut, weil Gott an dir ein Wunder getan hat? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und jetzt noch der Tipp für heute, der Tipp des Tages. Bist du fröhlich? Sagst du, ja, bist du fröhlich? Wenn nicht, führe dir mal die Größe Gottes vor Augen und sei dir sicher, dass seine Zusagen für dich gelten. Lass es dir mal wirklich
so wie man sagt, auf der Zunge vergehen. Lass es dir wirklich mal bewusst werden, wer Gott für dich ist. Und dann kannst auch du fröhlich sein, selbst in deiner Situation. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken. Wir beten für jedes Anliegen, auch diejenigen, die wir hier nicht vorlesen können. Bis heute kannst du es auch noch am Telefon tun, bis 13 Uhr. Wenn du YouTube noch nicht abonniert hast, dann klicke auf den roten Knopf. Dann bekommst du immer Infos, wenn was Neues kommt. Wir zeigen dir einen kurzen Film über die Oasentage, wo du gerne im Mai mit dabei sein kannst. Kommen Sie zur Ruhe in der Weite der Wüste Judäa. Vergessen Sie den Alltag und schalten Sie ab in der wunderschönen Oase Kfar Hanokdim. Für eine gemütliche Unterkunft und gutes, traditionelles Essen ist gesorgt. Sie müssen sich um nichts kümmern. Betrachten Sie zusammen mit Daniel und Isolde Müller das Leben von Abraham im Beduinenzelt und nachts unter dem Sternenhimmel. Hören Sie, wie Gott in Ihr Leben spricht, und segnen Sie mit uns die Stadt Jerusalem. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.